Hast du dir beim Spielen von Assassin's Creed Valhalla eigentlich auch schon einmal gedacht, ja, das Plündern von Klöstern macht ja schon Spaß, aber tummelten sich im Mittelalter dort wirklich so viele bewaffnete Kämpfer? Falls ja, hast du Glück, denn diese Frage möchte ich dir heute mit diesem Video beantworten. Assassin's Creed Valhalla entführt uns ins England des Jahres 873, 80 Jahre nach dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne. Klassischerweise wird der Beginn der Wikingerzeit ab dem Zeitpunkt der Plünderung dieses Klosters angesetzt. Auch wenn Kontakte der Skandinavier zu anderen Europäern bereits vorher schon existierten und auch erste Plünderungszüge zu den britischen Inseln unternommen worden waren. In der Popkultur wird uns immer wieder das Bild von den goldgierigen Raffzähnen gezeigt, die von einem Verbündeten Geschichten über reiche Schätze in vollkommen schutzlosen Städten hören und berauscht von der Vorstellung, leichte Beute machen zu können, in ihre Boote hüpfen und die Klöster Europas unsicher machen. I've heard such tales roll. Great towns and cities. Treasures, hoards of gold and silver and a new god. Dass die Wikinger bei ihrer Landung auf Lindisfarne 793 reiche Schätze gefunden hatten, ist vorstellbar. Tatsächlich war die Abtei auch nicht besonders geschützt. Sie lag zwar auf einer Insel auf einem erhöhten Hügel und bot so von Natur aus einigen Schutz, eine Mauer umschloss die Insel jedoch nicht. Sie ist auch gut vom Festland aus zu sehen und bei Ebbe bildet sich sogar ein begehbarer Weg, doch die Briten, die Kontakte zu den Skandinaviern gewohnt waren, rechneten wohl nicht mit einem Angriff, sodass bewaffnete Hilfe nicht rechtzeitig eintreffen konnte, falls sie überhaupt jemals auf den Weg geschickt wurde. Die Wikinger waren auch für ihre schnellen Plünderungsvorstöße bekannt. Meist waren sie so schnell wieder in ihren Booten, wie sie gekommen waren, um eben jener Unterstützung, die erst anreisen musste, aus dem Weg zu gehen. Aber bedeutet das, alle Klöster waren Angriffen von außen schutzlos ausgeliefert? Wir wissen nicht besonders viel über die Klöster in England, außer dass viele weniger sichere Standorte im 9. Jahrhundert aufgegeben wurden und dass der König von Mercia bereits 792 die Küstenregionen seines Reiches, vermutlich aus Angst vor Angriffen zu Wasser, verstärkt schützen ließ. Allerdings müssen diese Punkte nicht zwangsläufig mit Wikingern zusammenhängen. Ein Blick in das Frankenreich erlaubt uns jedoch einen kleinen Vergleichswert, dass sich in England im 7. Jahrhundert die römische gegenüber der iroschottischen Kirche durchsetzen konnte und die klösterlichen Strukturen sich mit der Zeit immer mehr angeglichen haben dürften. Besonders da Alfred, der König des zu dieser Zeit dominierenden angelsächsischen Königreichs, Wessex, sich bei vielen seiner Reformen an fränkischen Vorbildern orientiert hat. Zunächst war es keineswegs so, dass jedes Kloster, so wie in der mittelalterlichen Literatur oft behauptet wird, in absoluter Abgeschiedenheit errichtet worden war. Häufig befanden sich Klöster in der Nähe von befestigten Städten oder die Abteien wurden sogar selbst zu Zentren von neu errichteten Städten. So profitierten sie nicht von dem Schutz der Stadtmauern, da sie außerhalb lagen, doch bewaffnete Kämpfer hatten keinen langen Weg aus der Stadt bis zum Kloster. In der Regel wurden die Klöster auch von weltlichen Herren gestiftet, die sich dann für den Schutz des Ordens verpflichteten, teilweise sogar eigene Laienäbte erhoben, die als Nicht-Geistliche sich mit dem militärischen Schutz der Anlagen befassen konnten. Selbst geweihte Äbte konnten sich diesem militärischen Schutz annehmen. Bischöfe und Äbte gehörten im europäischen Mittelalter zu den größten Grundbesitzern und hatten damit weltliche Rechte und Pflichten. Einige Abteien konnten dadurch enorme Ausmaße erreichen und bestanden dann nicht nur aus dem Klostergebäude und den Mönchen oder Nonnen, sondern hatten noch viele Ackerflächen und Hörige, die diese bestellten. Solche Äbte waren auch in der Lage, die Freien im eigenen Gebiet zum Kriegsdienst einzuziehen und für das Gut des Abtes kämpfen zu lassen. Ob dieses Vorgehen in England jedoch üblich war, könnte angezweifelt werden, da die englischen Heere bereits im 8. Jahrhundert nicht mehr aus allen Freien, sondern vor allem aus dem berittenen Adel zusammengesetzt wurden. Ob man da im Verteidigungsfall der eigenen Ländereien eine Ausnahme gemacht hat, wie es zum Beispiel in Irland üblich war, kann ich jedoch nicht beurteilen. Ob die Äbte nun selbst Verteidigungskontingente einberufen konnten oder ob diese aus nahegelegenen Städten zu Hilfe geeilt sind, eines ist beiden Szenarien gemein. In beiden Fällen müssen die bewaffneten Kämpfer erst zusammengetrommelt werden und anschließend müssen diese dann erst am Kloster zusammenkommen. In Assassin's Creed Valhalla sind die Kämpfer anscheinend jedoch dauerhaft in den Klosteranlagen stationiert. Stehende Heere sind für das gesamte europäische Mittelalter eher die Ausnahme als die Regel. Das gilt auch für das Frühmittelalter. Ein Fall ist mir jedoch bekannt, in dem die Mönche ein Söldnerheer zum Schutz gegen Angriffe von außen angeheuert haben. Im 11. Jahrhundert, ungefähr 150 Jahre nach den Ereignissen von Assassin's Creed Valhalla, machten eigentlich schon christianisierte Normannen die Küstenregion Italiens unsicher. Die Benediktinermönche von Monte Cassino, eine der einflussreichsten Abteien des Mittelalters, wollten sich das nicht gefallen lassen und heuerten andere Normannen zum Schutz der Klosteranlage und der umliegenden Ländereien an. Dieses für diese Zeit sehr ungewöhnliche stehende Söldnerheer muss jedoch unglaublich teuer gewesen sein, weswegen auch irgendwann die Mittel dafür nicht mehr reichten. Als dieser Fall eintrat, wurden die eigentlichen Beschützer des Klosters zu neuen Aggressoren, die die Mönche und die Hörigen der Abtei bedrängten.
Doch auch das wollten sich die Benediktiner nicht gefallen lassen, sodass sie die Normannen im Jahre 1045 schließlich selbst mit Waffengewalt vertrieben. Klosteranlagen, die durch bewaffnete Kämpfer beschützt wurden, entspringen also nicht vollkommen der Fiktion. Dass jedoch jedes einzelne Kloster in England von stationierten Kämpfern bewacht wurde, ist unrealistisch. Die Verteidiger hätten in den meisten Fällen eigentlich eher erst aus den umliegenden Städten anreisen müssen. Hier hat Ubisoft also dem spielerischen Balancing den Vortritt vor der historischen Genauigkeit gelassen. Ich für meinen Teil finde das jedoch gar nicht verwerflich und gehe jetzt erst einmal ein paar weitere Klöster ausplündern. Das war mein Video zur historischen Genauigkeit der bewaffneten Kämpfer in den Klosteranlagen von Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, ich konnte dich gut informieren und unterhalten. Falls es dir gefallen hat, kannst du ja gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo dalassen. Falls du mehr Lust auf Geschichte hast, kannst du ja gerne auf meiner Webseite www.weltenflieher.de, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, vorbeischauen. Falls du mich bei meiner Arbeit unterstützen magst, würde ich mich freuen, wenn du mein Buch kaufen oder mir eine kleine Spende zukommen lassen möchtest. Infos dazu findest du ebenfalls auf meiner Webseite. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.